Du wolltest schon immer mal eine Human Flag lernen? Dann zeig ich dir in nur 6 Schritten, wie du das schaffst. So, die Human Flag ist einer der mit, wie ich finde, coolsten Skills im Calisthenics und gar nicht mal so schwer zu erreichen. Wenn du bereits schon Grundübungen beherrschst, wie zum Beispiel den Pull-Up oder den Dip, ist die gar nicht mal so weit entfernt. Die folgenden 6 Steps, die ich euch gleich zeigen werde, habe ich 2-mal die Woche mein Training mit eingebaut und habe die Flag dann tatsächlich in 2 bis 3 Monaten schon gelernt. Deswegen, Leute, lasst uns keine Zeit verlieren und gleich starten. Vorab machen wir aber immer noch mal ein schön ausgiebiges Warm-up, weil die Verletzungsgefahr einfach sehr hoch ist, weil es eine hohe Belastung für die Schulter ist am Anfang, vor allem für die Bänder und für die Sehnen. Wir starten mit Schulterkreisen, 20 Mal nach vorne und dann wechseln wir die Seite und dann 20 Mal nach hinten. Schön große Bewegung machen, schön aus der Schulter raus. Als nächstes den Active Hang. Und zwar, die Arme bleiben gestreckt und wir machen nur die Schulterarbeit aus den Schultern raus und die Schultern ziehen wir wieder hoch. Davon auch 10 Reps. Als nächstes die Ladder Rotation. Wir greifen ungefähr 30 cm über unseren Kopf. Arme sind gestreckt und dann rotieren wir raus aus der Brust und wieder rein. Und davon 10 Reps pro Seite. Letzte Warm-up-Übung. Wir machen die Wrists warm und auch noch mal ein bisschen den Core. Wir gehen in den Frontstütz. Core schön fest, Hüfte leicht nach vorne kippen. Und dann schieben wir unsere Schultern übers Handgelenk. Bringt Druck rauf und dann gehen wir wieder zurück. Hier auch 10 Reps. So, wir starten mit dem ersten Step und zwar Hanging Flag Hold. Wir haben unten einen pronierten Griff und oben supiniert. Wir achten darauf, dass die Hände ungefähr auf einer Ebene sind. Ich mag es immer gern, die Unterparten ein kleines bisschen nach vorne zu packen. Irgendwie habe ich da einen besseren Halt. Und oben, ganz wichtig, ziehen wir jetzt uns an die Stange ran und unten versuchen wir uns wegzudrücken. Das Ziel ist jetzt hier bei dem Hanging Flag Hold, dass wir die Füße gleich sozusagen, also dass die Füße den Boden verlassen sollen. Ich mache einmal vor. Das heißt, unten wegdrücken, oben ziehen und jetzt wollen wir den Boden verlassen. Das ist das Ziel und zwar 10 Sekunden pro Seite. Wenn ihr das geschafft habt, geht es in den zweiten Step. So, Step 2 und zwar Hanging Flag Presses. Die Übung ist richtig cool, weil hier lernen wir nochmal, dass wir mit der unteren Hand drücken müssen, mit der oberen Hand ziehen müssen und vor allem lernen wir hier, richtig schön Körperspannung zu halten, weil bei der Flag könnt ihr nicht alles locker lassen, sondern müsst Spannung im Core haben und Spannung in den Beinen haben. So, wir greifen einmal oben die Stange rum und mit der anderen Hand drücken wir gegen den Pfosten. Ausgangssituation ist, wir haben den unteren Arm gebeugt und drücken uns jetzt einmal weg. Hier. Und wieder zurück. Schön Spannung halten. Und hier wollen wir 6 bis 8 Reps pro Seite können. So, wir sind schon bei Step 3 angelangt. Und zwar ist das der Walk. Diese Übung wird euch helfen, dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, kopfüber zu sein und auch so ein bisschen eure Angst überwindet. Und zwar haben wir hier die gleiche Ausgangssituation wie bei Step 1. Benutzen jetzt das äußere Bein und klettern Step by Step hoch. Hier. Achtet dabei darauf, dass die Arme schön gestreckt sind. So, bis wir oben sind. Und jetzt wollen wir hier einfach nur halten. Ihr seht, Füße haben Kontakt mit den Stangen. Wir halten hier noch schön fest, also noch nicht loslassen oder so. Das Ziel ist hier, 20 Sekunden zu halten und dann langsam wieder zurücksteppen oder einfach runterspringen. So, Step 4, und zwar die Upside-Down-Holds. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Und zwar ist es der erste Part, wo wir die Füße jetzt von der Stange lösen. Die Ausgangssituation ist genau die, die wir jetzt gerade eben beim letzten Step hatten. Ich mache einmal vor. So, das war ja hier die Endposition, die wir eben hatten.
Und jetzt ist ganz wichtig, unten drücken wir uns raus, oben ziehen wir und lösen ganz langsam die Füße. Schön langsam kontrolliert und strecken diese noch. Und versuchen einfach nur hier zu halten. Wenn ihr das 10 bis 15 Sekunden lang könnt, geht's weiter in den nächsten Step. So, nochmal zu Step 4. Wenn das eben gezeigte gut schon funktioniert, gibt es noch einen nächsten kleinen Step. Und zwar versuchen wir jetzt, das Gesäß weiter zu Boden zu bringen. Wir sind dann mit dem Oberkörper ungefähr parallel zum Boden. Das ist dann noch relativ einfach vom Winkel. Und die Beine bleiben in der gleichen Position. Ich mache es einmal vor. So, das auch wieder 10 Sekunden halten, natürlich immer auf beiden Seiten üben, ne? Und dann geht's weiter in den nächsten Step. So, Step 5, und zwar der Takt Knees Hold. Jetzt wird's ernst, Leute. Und zwar gleiche Ausgangssituation wieder. Hier wollen wir jetzt uns öffnen mit der Brust. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr parallel zum Boden, sondern lateral. Das heißt, der Hebel wird ein bisschen schwieriger. Wir halten aber, um es nicht ganz so schwer zu machen, die Füße, also die Knie ganz, ganz eng am Körper. Deswegen, wir halten so eine Taktposition, alle schön anspannen und versuchen uns dann bis 90 Grad zu begeben und diesen Punkt zu halten. Ich mache einmal vor. So. Und hier wieder 10 Sekunden pro Seite und dann geht es auch schon in den letzten Step. Letzter Step, und zwar Step 6. Jetzt machen wir negative Flex. Das ist gar nicht so einfach, deswegen gebt euch da ein bisschen Zeit, es wird ein bisschen brauchen, weil wir nämlich jetzt den ganzen Gang nach unten versuchen wollen, in 5 Sekunden zu schaffen. Hier könnt ihr verschiedene Variationen nutzen. Die einfachste ist die Takt-Knee-Raise-Sache, die wir eben hatten. Als nächstes würde ich den Diamond machen. Ich mache die gleich einmal alle vor. Und dann One Leg und Straddle. So, wenn die negativen Reps alle gut funktioniert haben, dann wollen wir jetzt natürlich versuchen, ab dem 90-Grad-Punkt das Ganze dann zu halten. Und dann heißt es einfach nur noch üben, üben, üben und dann wird das auch bald was. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, wie euer aktueller Stand ist und ich hoffe, es hat euch gefallen und ganz viel Erfolg euch!